erste und am Ende macht man in der Kammer eine Prüfung. Es gibt auch Veranstaltungen, die dafür Kurse anbieten, aber es gibt dann auch, sprich, medizinische Informatik. Das gibt es, es wird auch ganz gut angenommen, so wie es auch Qualitätsmanagement gibt, als weitergehende klassische Fachwerte. Und es gibt natürlich sehr viele informatische Studiengänge, mit denen Fach Medizin oder Anwendungsfach oder Schwerpunktfach medizinische Informatik, juristische Medizin. Da gibt es ein ganzes Spektrum. Aber erst in der Seite, in der Weiterbildung.